Längst ist Xavier de Maistre eine Art Popstar der klassischen Musik und wurde in diesem Herbst mit einem Klassik-Echo ausgezeichnet. Gleich ist er hier, aber erst wollen wir natürlich ihn und sein Instrument hören. Wenn seine Finger auf den Harfensaiten tanzen, wirkt er wie ein Magier. Einer, der vom ersten Augenblick an verzaubert und tief berührt. Xavier de Maistre hat das Image der Harfe neu definiert und schon längst mit alten Klischees gebrochen. Wird doch die Harfe in der Geschichte als verweichlichend betrachtet und meist nur von Frauen gespielt, nimmt sich Xavier de Maistre ihr an und macht sie weltberühmt. Grenzen kennt der Franzose nicht. In den größten Konzerthäusern der Welt zu Hause spielt er auf seinem Instrument meisterhaft Klavierkonzerte, die so klingen, als wären sie schon immer für die Harfe bestimmt gewesen. Dabei adaptiert er sie nur und ändert nicht einmal einen einzigen Ton. Geboren und aufgewachsen in einer adligen Familie in Toulon, verliebt er sich als Neunjähriger in eine Lehrerin, die Harfe spielte. Daraus wurde eine wahre Liebesgeschichte zwischen ihm und der Harfe. Vor einigen Wochen bekam er den Echo der Stars in der Kategorie Instrumentalist des Jahres und dankte bescheiden im perfekten Deutsch. Ich habe schon so viel vom deutschen Publikum bekommen. Ich kann nur sagen, danke, danke, merci. Wir danken auch, dass er uns zum Träumen verführt. Ja, und ich bedanke mich, dass er heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Xavier de Maistre. Guten Tag, danke. Ihre Harfe, das ist ja ein Riesending. Wie groß ist die ungefähr? Ist ungefähr so groß wie ich, so 1,88 Meter. Also ein Riesentrumpf, da hat man ordentlich was im Arm, ne? Genau. Wenn man da spielt. Was ist eigentlich der Resonanzkörper bei diesem Instrument? Ist das der Musiker selbst oder wie? Nee, das ist hinten. Also Sie haben, wo die Saiten quasi angebunden sind, haben Sie diese Klangkörper und die Resonanz geht nach vorne, also zum Publikum. Aber wenn man das spielt, das stelle ich mir vor, dann muss doch der ganze Körper mitvibrieren, oder? Mitvibrieren, und ich glaube, es ist sehr spektakulär, weil es ist das einzige Instrument, wo man quasi sieht, wie der Ton entsteht. Ja. Man sieht wirklich, wie der Finger diesen Ton, diese Saiten zu vibrieren bringt. Ja. Und ich glaube, das ist für das Publikum immer ein Erlebnis, nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen. Also mich beeindruckt ja wahnsinnig, Sie haben ja eben gesagt, 47 Saiten hat so eine Harfe, da den Überblick zu bewahren. Also Sie wissen, jetzt muss ich eigentlich mit rechts Seite 17 zupfen und mit links Seite 37, da verliert man doch den Überblick. Wie wissen Sie, welche Seite ist jetzt eigentlich dran? Wir haben Hinweise, wie beim Klavier, also alle Cs sind rot und die Fs sind schwarz. Und das ist quasi als Orientierungspunkt. Ja. Und alle Zwischentöne macht man dann mit den Pedalen. Also da sind auch noch unten Pedale dran. Also man guckt oben, wo die roten Saiten sind, hat unten die Pedale ja auch noch Noten, nach denen man spielen muss. Ich habe gelesen, das sei fast so kompliziert wie Hubschrauberfliegen. Ja, könnte sein. Also danach ist Autofahren wirklich kein Problem. Also das machen Sie jetzt sozusagen mit links. Genau. Wenn man sich so ein Instrument anguckt, dann hat man ja oft das Gefühl, das sind eigentlich nur Frauen, die das spielen. Die haben Wallegewänder, wallende Haare und engelsgleich zupfen die auf einer Harfe rum. Wieso sind Sie als Junge überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Instrument nur ausgerechnet zu spielen? Es war eine Liebesgeschichte zur Harfenlehrerin, die eigentlich auch Theorie unterrichtet hat. Und ich bin zufällig in ihrer Klasse gelandet und habe mich dann zuerst in sie verliebt und dann in das Instrument. Und es war ein sehr schöner Zufall eigentlich, weil die Harfe wirklich zu mir passt, auch zu meiner Persönlichkeit. Und ich mich wirklich freue, das Instrument weiterbringen zu dürfen. Aber das ist ja wunderbar, wenn so eine Liebesgeschichte zum Instrument mit einer echten Liebesgeschichte beginnt. Weiß das Ihre Musiklehrerin? Und ist sie da heute auch besonders stolz drauf? Ja, immer noch eine sehr wichtige Person in meinem Leben. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, so ein Instrument ist groß, ist teuer, ist beeindruckend. Sie haben aber nicht nur eine, Sie haben mehrere von diesen Harfen. Ja, ich habe mehrere verteilt auf
verschiedenen, sogar Kontinenten, könnte man sagen, aha, weil man die Harfe nicht immer mit ins Flugzeug nehmen kann. Ja. Und ich habe quasi eine Harfe dann in Frankreich, eine in Deutschland, eine in Wien und eine in Japan, ja, damit ich alle meine Konzerte bestreiten kann. Und wenn es wirklich nicht reicht, dann stellt mir meine Harfenfirma ein Instrument zur Verfügung. Also man kann die ja auch nicht einfach in den Koffer packen. Nein. Die ist ja auch irrsinnig schwer, mal ganz abgesehen davon, dass sie so groß ist. Das ist ein bisschen wie bei den Pianisten. Wir müssen in Kauf nehmen, dass wir uns immer anpassen müssen und auf fremden Instrumenten ab und zu spielen müssen. Ja. Und nun haben Sie aber auch aufgeräumt mit diesem Image der Harfe, dass das so was, so eine Klangwolke eigentlich ist, die irgendwie so sphärisch vor sich hin wabert. Wie haben Sie das entdeckt, dass man der Harfe auch ganz andere Dinge abverlangen kann? Ich glaube, es ist ein Instrument, was ein sehr breites Spektrum an Klangfarben zur Verfügung hat. Und diese Image ist ein bisschen degradiert, weil immer eigentlich dieses Bild von der Harfenistin mit einem langen Kleid, und man denkt immer ein bisschen an diese Ancien Regime-Bilder, 18. Jahrhundert und ein schöner Salon. Und es ist ein sehr reduzierendes Klischee. Und deswegen, glaube ich, tue ich mir auch leichter als Mann und auch durch naturell dagegen zu agieren, weil ich glaube, dass diese alle Klischees werden weggeräumt, sobald ich auf die Bühne komme. Sie unterrichten das auch an der Hamburger Musikhochschule, auch an der berühmten Juilliard in New York. Sind da überwiegend Frauen bei Ihnen? Ja, immer noch. Das ist immer noch 9 zu 10, würde ich sagen. Aber können Sie denen das nahe bringen, Ihr neues Konzept von diesem Instrument? Ja, schon. Ich glaube, sie sind auch einfach froh und glücklich, dass die Harfe jetzt wieder im Vordergrund kommt und dass man das Instrument als normaler Solo-Instrument betrachtet und nicht nur ein bisschen belächelt. Was mich ganz wahnsinnig erstaunt hat, ist, dass Sie eigentlich auch was ganz anderes studiert haben, nämlich Politikwissenschaften an der Sciences Po in Paris, eine sehr gute, sehr berühmte Uni, und an der London School of Economics. War das so eine Überlegung, was mache ich, das oder jenes? Und was hat letztlich den Ausschlag gegeben für die Harfe? Ja, ich stamme aus einer Familie, wo es noch nie einen Musiker gegeben hat. Und es war eigentlich große Sorgen in der Familie, dass man eigentlich damit wirklich sein Leben verdienen kann, dass man glücklich damit sein kann. Und mir ist das normale Studium auch sehr leicht gefallen. Und haben alle beim Sciences Po gesagt, es ist doch schade mit dem Potenzial, was sie haben. Und klar, dann überlegst du mir, sich das ein bisschen vielleicht zweimal. Aber in London hatte ich keine Harfe 6 Monate lang. Und da hat mir die Musik so gefehlt. Ich war fast jeden Abend in Covent Garden. Bin ich in der Schlange gestanden, damit ich die Aufführungen beim Stehen anschauen durfte. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich 5 Monate nicht ohne meine Harfe leben kann, dann muss ich daraus mein Leben machen. Und wir sind froh, dass Sie sich so entschieden haben. Und für alle, die Sie auf Ihrer Tournee nicht hören konnten, es gibt diese wunderbare CD von Xavier Demestre. Ich glaube, wir haben es auch abgespeichert, sonst zeige ich es auch gerne nochmal in die Kamera. Hommage à Haydn. Wunderbare, herrliche Musik. Ich bedanke mich noch einmal, dass Sie heute hier waren und dass Sie diese wunderschöne Musik für uns machen. Ganz herzlichen Dank, Xavier Demestre. Danke.